It is time for new ideas, for different approaches, for more creativity and proximity to life. Get out of the church and into the world to gain new people in faith with innovative ideas. Our church should be open and inviting. If you think the same and are planning a project, then apply for the nationwide funding program Space for Grace at the Bonnie Fartzisverk of German Catholics. Mit unserem Förderprogramm Räume des Glaubens eröffnen unterstützen wir als Bonifatiuswerk innovative christliche Projekte, die die Lebenswelt und das Evangelium zusammenbringen, natürlich im Heute für Morgen. Sie sind es, die das Potenzial haben, unsere Kirche einladend zu gestalten und auch den christlichen Glauben neu oder anders erfahren zu lassen. Und dafür bieten wir nicht nur eine finanzielle Förderung, sondern auch eine begleitende Evaluation und eine Vernetzung mit anderen missionarischen Initiativen. Dabei sind wir unseren Partner Porticus sehr dankbar, dass sie gemeinsam mit uns diese Unterstützung ermöglichen. Several projects have already been supported in this way on site, such as the parish St. Christophorus Barnim near Berlin. Whether logistical difficulties or health problems, many parishioners were not able to attend church services or other offerings in the past. The distance was too far, the effort too high. With the help of the funding, new digital infrastructures could now be created. Skills in the use of digital technology were imparted so that the congregation may grow together. For example, at church services, congregational festivals, or in catechetical work. Long distances are thus overcome and the church arrives in the digital age. Also ich bewundere die Leute, die sich die Mühe machen, uns Alten und Behinderten mit ermöglichen. Ich finde das toll. Now more people are participating in community life again, so church can also be completely different and may come to you, no matter where you are. Also ich war 10 Monate lang in Irland und da habe ich den Gottesdienst sehr oft bei meinen Gastfamilien zu Hause geschaut, um mit der Heimat verbunden zu sein. Wir freuen uns einfach, dass wir die Möglichkeit hatten. Ohne dieses Projekt hätten wir ja das so nicht ausführen können. Wir haben ja wirklich Technik eingekauft, die sonst aus dem Gemeindebudget nicht bezahlbar gewesen wäre. But how can it be guaranteed that the offers really reach the people? The Competence Center Pastoral Evaluation is part of the Center for Applied Pastoral Research at the Ruhr University Bochum. The center investigates how church can effectively accomplish its mission. The team accompanies and supports projects from the beginning and conducts evaluations. Different research methods are used to determine whether and how the goals of the projects have been achieved. Unsere Aufgabe ist ja die evaluative Begleitung der einzelnen Projektpartner und wir sind in der Tat vom Start der Projekte bis zum Ende sozusagen die ganze Zeit dabei und das Herzstück unserer evaluativen Begleitung liegt in den 4 Dimensionen religiöser Vitalität und wir messen diese 4 Dimensionen religiöser Vitalität mit Hilfe von 2 Fragebögen. Den ersten erhalten die Projekte zum Beginn ihrer Laufzeit, den zweiten zum Ende ihrer Laufzeit. Es geht ja uns vor allen Dingen darum, dass die projektverantwortlichen Projektgruppen tatsächlich so einen Eindruck ihrer Selbstwirksamkeit bekommen. Also sie sehen, wir haben dieses Projekt, das ist eine gute Idee und wir erreichen auch tatsächlich die Ziele, die wir uns gesetzt haben. Und wir können tatsächlich eben zu einer Belebung des Glaubenslebens in Deutschland irgendwie beitragen. Die Lazarusdienste in Stralsund. Sie sprechen mit Martina Steinfurt. Martina Steinfurt coordinates the 70 volunteers of the Lazarus services in Stralsund. This offer is also supported by the funding program Space for Grace. Martina Steinfurt helps people in difficult situations. Just 1 phone call and she's on her way. She arranges professional counseling, she listens and accompanies those affected. Es ist sehr schwer. Man hat ja auch keinen, ne? Man ist ja meistenteils alleine. Da ist das schön, wenn man jemanden hat, wo man sich unterhalten kann. Weil man sagt ja doch, oh lieber Gott, hilf mir. Und ich hoffe, dass er es auch macht, dass ich noch ein bisschen kann, wie ich möchte. Not to be alone in heavy hours, the offer of the Lazarus services connects people.
wir bleiben auf dem Laufenden, sage ich mal. Ja? Es bleibt so, dass wir zur Gemeinde gehören. Nicht vergessen, dass wir da sind und uns sozusagen, ne, im Leben erhalten, mehr oder weniger. Ne? Near the pedestrian zone in Troisdorf, in the Rhein-Sieg district, stands the Church of St. Hippolytus. Anyone who walks in is surprised by an empty church interior. It is a place that offers space for the new and makes the familiar appear in a new way. Ich hatte das Gefühl, ich stehe sofort vor Gott. Das hat mich total eingenommen und ich hatte endlich das Gefühl, hier kann ich Gott begegnen. Das ist mir bei den regulären Gottesdiensten so noch nicht passiert und war auch der Grund, warum ich eigentlich 15 Jahre lang mit Kirche nicht viel am Hut hatte. Und erst dieses Projekt hat mich im Grunde wieder in die Gemeinde getragen. Ich habe auch erlebt, wie der Priester am Kreuzweg den Altar aufgebaut hatte und wir dann zu dem Kreuzweg gesessen haben. Das war ein unheimlich starkes Erlebnis für mich. Diese ganze Starrheit, die ist irgendwo aufgebrochen. Und ich sehe das dann auch bei vielen Leuten, die jetzt auch in die Kirche reinkommen. Die sind am Anfang schockiert, haben jetzt aber die Möglichkeit, einfach mal die Kirche komplett zu erleben, so als Rundgang, als Weg. Ohne Bonifatius' Werk hätten wir das hier nicht gewagt. Without the familiar furniture, it is a different silence that resounds in each of us. Here you may be free. Free from worries and everyday burdens. Become free for new ideas, for new thoughts, new encounters, prayer and silence. Find support and strength and orientation from the Christian faith, because church is always there, where people go along with God. Bewerben Sie sich beim Bonifatius-Werk mit Ihren Initiativen, Ideen und Projekten. Keiner soll alleine glauben. Dieses Netzwerk des Glaubens wollen wir bilden und stärken.